Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es wieder um eine leistungsfähige Thermalkamera, also eine Wärmebildkamera. Diese kommt tatsächlich diesmal von Kai Wietz. Es handelt sich heute um die KTi W01 und gleich nach dem Intro starten wir damit. Ja, Kai Wietz ist ja wirklich ein Brand, der sehr, sehr bekannt ist auf dem Markt, gerade was so Messtechniken, Messgeräte und sowas angeht, Spannungsprüfer, Multimeter und sowas haben die im Programm. Ich habe schon einiges hier von Kai Wietz vorgestellt. Ich verlinke euch nochmal einige Videos unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann auch noch weiter informieren, was hier noch so auf dem Programm steht. Wir haben sogar auch einen Metalldetektor hier einmal vorgestellt, der war auch sehr, sehr leistungsfähig. Heute, wie gesagt, die erste Thermalkamera, eine Wärmebildkamera von Kai Wietz mit einer Auflösung von 256x192 Pixeln. Das ist für eine Wärmebildkamera wirklich sehr, sehr hochauflösend. Sie kann dabei darstellen minus 20 Grad bis plus 550 Grad. Und wir haben hier ein 3,2 Zoll Farbdisplay, was hier dann enthalten ist. Das 3,2 Zoll LCD-Display hat hier eine Auflösung von 640x480 Pixeln. Ist auch super gemacht für so eine Thermalkamera. Wir haben hier 5 Farbpaletten zur Auswahl, sodass wir dann das Ganze noch so anpassen können, je nachdem, was wir damit detektieren wollen. Wir können ja zum einen zum Beispiel Kältebrücken oder sowas am Haus finden, wenn irgendwelche Fenster undicht sind oder sowas, können wir das machen. Wir können im Estrich zum Beispiel die Bodenheizung oder Heizungsrohre generell detektieren, damit wir sehen können, ob da irgendwie was vielleicht leckgeschlagen ist oder sowas. Wir können im Auto, im Kfz-Bereich damit arbeiten, Motor gucken, ob der überall warm wird, ob der große Kreislauf, der Kühlkreislauf aufmacht und so weiter. Im Elektrikerbereich können wir damit arbeiten, ob irgendwelche Leitungen heiß sind, irgendwelche Geräte heiß laufen oder so. Es gibt so und so, so viele Anwendungsmöglichkeiten hier für solche Geräte. Die sind schier unfassbar. Und dann noch für diese Preisklasse, das ist wirklich enorm. Ich verlinke euch das Produkt wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis abrufen. Ja, wir werden nachher auch nochmal was Unkonventionelles dann ausprobieren damit. Mit solchen Teilen kann man tatsächlich auch auf Geisterjagd gehen. Ich habe ja hier schon einige EMF, Geisterjagd und Lost Place Videos auf dem Kanal vorgestellt. Verlinke ich euch auch mal ein paar unten. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Und wir werden dann heute mal eine Szene davon im Anschluss dann nochmal einblenden. Finde ich auf jeden Fall super interessant. Lasst uns das jetzt hier einmal auspacken. Das ist nämlich hier schon in dieser Verpackung. Die ist nämlich auch schon Programm. Hier haben wir dann einmal noch Dokumentationsmaterial mit drin. Hier ist dann, wie gesagt, eine Bedienungsanleitung mit dabei. Und ansonsten haben wir hier die Kamera, die hier nochmal in so einem extra Case dann tatsächlich kommt. Was haben wir hier noch an den Seiten noch mit drin? Hier ist nochmal ein Ladekabel und ein Netzteil mit dabei. Das Ganze natürlich über USB-C. Und wir haben hier einen Akku mit verbaut, der natürlich ewig lang hält. Und wenn ihr das natürlich beruflich irgendwie nutzen wollt oder sowas, dann müsst ihr das natürlich täglich sicherlich aufladen. Aber ansonsten im privaten Gebrauch, denke ich mal, kriegt man das jetzt erstmal kaum geleert. Ja, ansonsten haben wir dann hier dann unsere Thermalkamera, die ist hier sicher dann verstaut und ansonsten haben wir hier noch sogar so ein Handstrap mit dabei, dass uns wir das noch um unser Handgelenk binden können, damit wir dann zum einen etwas sicherer arbeiten können und zum anderen natürlich uns die Kamera dann nicht wegfällt. Ja, ansonsten hier ist der Auslöser mit dabei, hier können wir dann Fotos mitmachen zum Beispiel, die dann abgespeichert werden innerhalb der Kamera und die können wir dann per USB natürlich auch übertragen. Ja, unser USB-Anschluss verbirgt sich dann hier an der Seite. So sieht das Ganze dann aus. Das könnt ihr dann an den PC anschließen und die Bilder dann übertragen oder eben das Ganze dann zum Laden nutzen. Wir haben hier sogar noch eine Klappe mit dabei, die die empfindliche Kamera dann tatsächlich auch schützt, vor allen Dingen vor Sonneneinstrahlung. Das kann natürlich dann sein, wenn die irgendwo auf dem Tisch liegt und dann die Sonne drauf kommt. Das ist natürlich alles nicht so toll für die Optik. Dann kann man das Ganze schließen. Das ist üblich eigentlich nur bei hochwertigen Kameras. Bei Bosch ist das zum Beispiel der Fall, Bosch Professional. Aber in diesem Preissegment habe ich das soweit noch nicht gesehen. Wenn wir die Kamera jetzt einmal starten, dann können wir das hier über diesen Knopf hier machen, der links außen ist und ansonsten wird das Ganze hier intuitiv bedient. Ja, und ansonsten gehen wir gleich mal in das Menü rein. Die wird sich dann auch nochmal kalibrieren. Wir müssen die natürlich dann einmal aufmachen dafür. Dann wird sie eine Kalibrierung durchführen und hier seht ihr schon das Thermalbild. Und wenn ich jetzt hier meine Hand davor halte, dann seht ihr, wie schnell das Ganze hier tatsächlich reagiert. Und
dass wir hier dann tatsächlich auch die Anzeige bekommen. Immer die Höchsttemperatur wird einmal fixiert, die niedrigste Temperatur im Bild, das könnt ihr natürlich auch noch einstellen, welche Temperatur überhaupt detektiert werden soll etc. Das könnt ihr dann natürlich alles im Menü nochmal einstellen. Ihr könnt hier an die Fotos, ihr könnt dann hier die Fotos abrufen, ihr könnt Videos mit aufnehmen, ihr könnt hier die verschiedenen Color-Pakete abrufen. Das heißt, wir haben dann hier noch die Möglichkeit, verschiedene Spektren zu wählen, zum Beispiel nur Schwarz-Weiß oder Black oder eben in den kühlen Bereichen. Das kann man dann wählen, wie man das möchte, wie man das eben angezeigt haben möchte. Wir haben eine Emissionswertanpassung mit dabei. Natürlich emissioniert hier zum Beispiel Holz Wärme ganz anders, also schlägt das dann wieder zurück, sodass die Kamera das wieder wahrnehmen kann, anders als Metall zum Beispiel. Und da gibt es Tabellen für im Internet, die kann man sich dann raussuchen, sind vielleicht sogar in diesen Büchern mit drin, dass man dann eben auf einen Emissionswert noch einstellen kann und die Kamera dann damit eben noch so ein bisschen mehr geeicht wird, sage ich mal. Dann haben wir hier die Settings mit dabei, dann haben wir Auto-Shutdown, das heißt, die Kamera schaltet nach ein paar Sekunden dann im Nichtbetrieb dann auch aus. Wir können die Helligkeit so ein bisschen einstellen, die Sprache können wir natürlich einstellen, das wollen wir jetzt hier mal auf Deutsch stellen. So. Und dann haben wir hier Grad Celsius, können wir einstellen, in Fahrenheit können wir das ändern, den Temperaturbereich, wie ich da schon gesagt habe, Zeitformat, Zeiteinstellungen, die Spotmessung können wir hier durchführen und so weiter. Das könnt ihr euch alles ganz genau dann nochmal durchlesen auf der Webseite bzw. auf der Produktseite. Da stehen dann eben alle Funktionen nochmal beschrieben. Alles kann ich euch hier natürlich nicht zeigen. Und ansonsten liegt das Gerät erstmal super in der Hand. Und Hand ist auch wieder so ein Beispiel. Jetzt werde ich jetzt hier einmal ganz kurz meine Hand drauflegen, dann nehme ich die weg und dann werden wir sehen, dass wir hier meine Wärmesignatur tatsächlich dann auf dem Schreibtisch, hätte ich jetzt was gesagt, auf der Werkbank hier sehen. Und so könnt ihr dann zum Beispiel auch nachweisen, wenn kurz vorher irgendjemand euch einen Keks geklaut hat oder sowas, dann könnt ihr das hier direkt dann sagen, ja, das ist doch dein Handabdruck, guck mal hin, ich habe das hier auf der Wärmebildkamera. So, jetzt kann ich euch das hier mal am Beispiel eines Gerätes zeigen. Hier sehen wir dann natürlich auch ganz klar, wo hier die heißen Stellen sind. Teilweise vielleicht sogar zu heiß. Das ist jetzt hier ein ganz normaler Repeater. Und die werden natürlich dann auch an gewissen Stellen heiß. Und so kann man sogar nachweisen, wenn jetzt zum Beispiel ein Gerät zu heiß wird oder sowas im Elektronikbereich, dann kann man sowas natürlich super nachvollziehen. Ich denke jetzt auch zum Beispiel an den 3D-Druck, wo man dann nachvollziehen kann, ob überhaupt das Druckbett überall gleichmäßig aufheizt oder so. Dafür kann man das natürlich auch verwenden. Oder im Modellbau, ob die Akkus jetzt zu heiß werden beim Laden oder. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, parallel zu dem Video mit der Thermalkamera mache ich hier noch ein Video zu diesem Wevor Pizzaofen. Tatsächlich mache ich auch einige Kochvideos tatsächlich oder Grillvideos. Und da ist dieser Pizzaofen natürlich auch sehr willkommen. Ich werde euch das Video unten auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Wen das noch interessiert, dieser Pizzaofen, der kann das dann auch nochmal aufrufen. Ich habe den jetzt auch schon mal eingeschaltet und jetzt sieht man hier tatsächlich, dass hier schon Heizspiralen tatsächlich auch arbeiten. Mal gucken, da oben sieht man das ganz, ganz deutlich. Da wird es auf jeden Fall schon heiß, so sieht man das dann. So kann man dann eben solche Sachen dann eben auch überprüfen, wie Heizspiralen oder ähnliches, halt elektrische Geräte generell hier auf Herz und Nieren prüfen. Und natürlich kann man dann hier auch theoretisch überprüfen, wann das Ganze hier heiß ist. Wir sind jetzt hier bei 22 Grad erst beim Pizzastein und ansonsten wird der jetzt natürlich immer heißer. Jetzt sind wir bei 23 24 fast und so weiter. So kann man dann den Aufheizvorgang auch nochmal überprüfen. So, ich habe jetzt hier mal ein Fahrzeug angestellt bzw. angemacht und jetzt werden wir hier mal sehen. So sieht man natürlich jetzt nichts, aber wenn wir die Wärmebildkamera hier vorhalten, dann können wir natürlich hier nachvollziehen. Ist jetzt ein bisschen hell hier draußen. Können wir hier auf jeden Fall nachvollziehen, wo jetzt warme Stellen sind im Motor, wo der eventuell zu heiß läuft oder wo etwas austritt vielleicht oder ob der Kühlkreislauf funktioniert und so weiter. Ihr kennt euch da sicherlich besser aus als ich. Ich wollte es euch nur der Vollständigkeit halber hier dann gleich nochmal zeigen. Und ihr könnt natürlich jederzeit dann ein Foto machen, wenn man vorne auf den Auslöser hier drückt, dann kann man hier ein Foto machen. Und dann fragt ihr euch nochmal, ob ihr das abspeichern wollt oder vielleicht ein Video machen wollt. Das funktioniert dann natürlich auch ganz hervorragend. So, jetzt kann ich euch das hier nochmal anhand eines Heizkörpers zeigen. Den habe ich jetzt einmal kurz erwärmt und so sieht man dann tatsächlich, ob der sich gleichmäßig erwärmt. Ich habe den jetzt nur kurz aufgedreht, wieder zugedreht und ansonsten seht ihr hier die Hitzeverteilung, wo das jetzt alles heiß wird, wo man vielleicht nicht anfassen sollte oder wo vielleicht irgendetwas nicht funktioniert. Also auch dafür kann man so eine Wärmebildkamera nutzen.
So, dann natürlich auch an Türen und Fenstern. Ich habe die jetzt hier mal aufgemacht. Da kommt jetzt kalte Luft durch. Das sieht man hier an diesem blauen Strahl, sage ich mal. Und er zeigt uns jetzt auch hier die Temperatur dann direkt an in der Umgebung. Passt natürlich das Bild entsprechend an. Und hier sieht man auch, hier habe ich so ein Metalllineal oder so ein Metall, ja, so ein Winkel. Und der wird ganz anders reflektiert oder aufgenommen von der Kamera als irgendwelche umliegenden Sachen, zum Beispiel dieses Holz. Und das ist dann eben, wie gesagt, mit dem Emissionswert dann einzustellen, damit man eben da auch nochmal genaue Ergebnisse bekommt. Aber so ist das schon mal auf jeden Fall eine coole Geschichte. So kann man dann, wie gesagt, Wärmebrücken, Kältebrücken dann detektieren, dem auch dann Schimmel vorbeugen oder natürlich Energieverlust. So, jetzt habe ich euch den Einsatzzweck gezeigt hier von so einer Wärmebildkamera. Ich habe natürlich nur einige Einsatzzwecke hier zeigen können. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, für was ihr so eine Kamera dann benutzen würdet, wenn ihr diese hättet. Vielleicht habt ihr die auch schon zu Hause und könnt davon berichten und reinschreiben, ob ihr damit auch zufrieden seid. Ich kann euch, wie gesagt, jetzt hier nicht großartig mehr zeigen. Schaut euch, wie gesagt, die Details auf der Webseite dann nochmal an. Es gibt auch noch eine zweite Kamera, die W02, die hat noch ein paar Features mehr. Vielleicht braucht ihr ja dann auch diese hier. Könnt ihr mir gerne dann in die Kommentare auch mal reinschreiben. Jetzt geht's gleich nach der Verabschiedung dann weiter mit meinem Geisterjagd-Video. Das ist also auf jeden Fall spannend, wen solche Sachen interessiert. Wie gesagt, ein paar sind unten noch verlinkt. An Halloween kommt auf jeden Fall ein neuer Teil. Und da kommt dann auch das vollständige Video zu dem Erlebnis hier mit dieser Kamera. Ich blende euch eine Szene, wie gesagt, jetzt nochmal ein. Schreibt fleißig in die Kommentare. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Jetzt nicht abschalten, jetzt geht's weiter mit dem EMF-Video. Wir sind jetzt hier rausgefahren, es wird jetzt langsam, ne, langsam kann man auch nicht sagen, es ist eigentlich schon richtig dunkel. Komischerweise hält die Kamera das Ganze jetzt hier so ein bisschen auf und wir wollen jetzt die Rendonautica-App nochmal ausprobieren. Das heißt, wir gehen auf Geisterjagd, haben einiges an Ausrüstung dabei. Haben auch einigermaßen gute Laune und wir haben vor allen Dingen auch ein paar Gummibärchen mit dabei. Und der Kollege wird jetzt hier mal, hat jetzt hier schon die Rendonautica App einmal gestartet. Ja. Und wir werden jetzt hier mal gucken und uns mal hier einen Punkt erzeugen lassen. Wir haben ja schon viele solche Geistervideos gemacht, auch Lost Place Abenteuer. Ich verlinke euch mal ein paar unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr euch die nochmal angucken. Dauert schon außergewöhnlich lange, muss man sagen. Wir werden mal gucken, das hier jetzt weitergeht. Was steht da? Standort verwenden, naja gut. Ja, das machen wir. Oh. So, und jetzt? Go. Da muss man unten zu Go. Und dann macht er hier irgendwie Google auf oder was? Nee. Und jetzt? Ich glaube, die nächste Anomalie ist 14,49 Kilometer entfernt. Hör los. Aber wo? Na, da. Du musst auch starten gehen hier. Du musst den Punkt anwählen. So, irgendwie. Und dann kannst du doch hier da irgendwie. Wie war denn das? Ist ja wieder alles geändert hier, ne? Das kenne ich aber das gar nicht. Generated Point. Wir probieren das aus und wir melden uns, soweit das hier weitergeht. Ja, technische. So Leute, jetzt haben wir rausgekriegt, wie das hier mit der App funktioniert, dass man hier auch die Kartenansicht hat. Und wir haben jetzt noch hier 350 Meter. Achso, erstmal bis zum Abbiegen. Alles klar, wir melden uns, sobald wir am Zielort hier angekommen sind. Dann gucken wir mal, was es da für eine Anomalie gibt. Ich bin dolle gespannt. Der Kollege hat schon Angst. Definitiv. Wir werden sehen, was passiert. So, jetzt sind wir jetzt hier gleich angekommen. Und das ist hier so ein Waldweg, den darf man allerdings befahren. Aber wir sind noch zwei. Ich weiß, ob wir das wollen. Hier sind auch so komische Geräusche, ne? Also es ist schon, es ist dolle merkwürdig. Und es ist so stockduster heute. Gut, das Xenonlicht, das ist hier wirklich richtig hell. Aber ansonsten. Ich sag jetzt hier, Haus Nummer 3, hier müssen wir jetzt rein. Haus Nummer 3, hier mitten im Wald. So aussieht. Leute, guckt euch das mal an, das sieht echt aus wie das Tor zur Hölle da. Da geht so richtig den Berg runter, eben ging es hier berghoch. Und wir sind eigentlich hier im Flachland, hier ist ein Zaun. Da ist ein Zaun, guck mal. Ja. Sind, oh, hier, was, ey. Sind hier Häuser? Nein, wir sind mitten im Wald. Wir sind hier mitten im Wald. Das ist aus, als ob es da geradeaus nach Mordor geht. Hier steht 3 Meter Auto demnächst parken, steht jetzt hier auf der App. Aber guck mal, geradeaus, das geht so tief runter. Wir müssen tatsächlich da lang? Ich will da nicht lang. Na, dein Ding geht gar nicht weiter hier. Die App ist ausgefallen. Die sagt uns jetzt echt, wir sollen hier parken. Oh nee, doch nicht da in diesen dunklen Tunnel da rein. Ich weiß nicht, ich fahre jetzt erstmal hier hoch. Die Hexe Blair wird uns holen.
Ja, wir haben jetzt hier das Fahrzeug abgestellt und es ist extrem dunkel. Hör mal, hier ist das Handy und wir haben noch 90 Meter und wir müssen jetzt tatsächlich in dieses Loch, was wir gerade da gesehen haben. Da ist ein Licht, mitten im Wald steht eine Laterne. Und alte, uralte Häuser. Naja, so ein ganz alter Verschlag, wenn da nie keiner wohnt. Sieht man das? Kann man das? Da sieht man es, ne? Kann man, glaube ich, erkennen. Also, du steigst als erstes aus. Ja, danke. Und dann gucken wir mal wegen der Ausrüstung. Und geht's weiter. Ja, Ausrüstung haben wir einiges dabei. Von Kai Wietz, die neue Kamera, die KTE W01. Die nehmen wir mal mit. Das ist auf jeden Fall eine Wärmebildkamera. Dann nehmen wir ein bisschen Lampen mit. GoPros haben wir auch dabei. Und dann werden wir mal gucken. Auf jeden Fall nehmen wir eine Wärmebildkamera mit, weil es ist so stockenduster. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich mache die auch gleich mal an. So. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe, ich kann das alles filmen, weil wenn das so duster ist, nimmst du die Kamera oder was? So, Kollege nimmt die Kamera. Ich nehme jetzt hier. Oh, hier sind Mücken. Natürlich, wir sind mitten im Wald. Warte mal, ich muss eine Lampe mitnehmen. Ich nehme diese Lampe mit. EMF nehmen wir mit. Was nehmen wir noch mit? Reicht erstmal. Ich habe ja noch so ein. Ich habe ja dieses EMF hier mit dabei, was wir jetzt schon öfter mit dabei hatten. Ja, und dann ein Stativ nehme ich noch mit. Ich hau euch jetzt hier mal aufs Stativ. So, wir haben jetzt hier rotes Licht mit dabei. Mach mal hier. Ich glaube, das verstehen die Leute nicht falsch. So, pass auf, ich mache jetzt. Kann man das noch breiter machen? Nee. Bleibt zu mir. Das ist ja wirklich. Guck mal hier, da ist das. Das ist absolut dunkel. So, wir haben ja Gott sei Dank nicht weit zu laufen. 90 Meter. 90 Meter? Stehen hier auf der App. Guck mal her. Jawohl. Also geradeaus in dieses Loch rein. Das ist ja wirklich, wirklich gruselig. Leucht mal mit der Kamera hin. Mit der Wärmebildkamera. Kann man das sehen? Ja. Das ist was Heißes, ne? Guck mal, da hinten ist was Heißes. 17 Grad sind das nur. Wir sind ja, ist ja noch mitten im Sommer. Ich weiß ja gar nicht, wann ihr das hier seht. Guck mal, die Kamera fixiert hier gar nicht. Ich muss jetzt mal hier. Jetzt ist besser, ne? Jetzt ist schärfer. Hier ein Hund. Hier ein ganz. Kann man das gut sehen jetzt hier mit dem blauen Licht? Ja, ne? Wir sind besser grün. Weiß? Weiß ist auch schön. Da hat was geknackt. Ey, es ist. Im Hintergrund ist irgendwie Musik. Und ein Hund hat gebellt. Und hinter uns raschelt's. Ja, wir sind noch. Hier ist ein Zaun wieder, ne? Guck mal, an der Seite ist ein Zaun. Ich bin hier von Wölfen angefahren. Ey, hier ist ein Wolf. Ich habe mich letztens mit einem Jäger unterhalten. Einem Jäger nicht. Was sagt man heute? Jagdpächter. Heißt das, hat er gesagt. Das heißt nicht mehr Jäger. Das heißt jetzt Jagdpächter. So, und mit dem habe ich mich unterhalten. Guck mal, hier der Mond. Guck mal. Hat er sowas schon mal gesehen? Guck mal, der sieht wirklich merkwürdig aus, oder? Wahnsinn. Und hier ist so ein riesiges Feld. Guckt euch das mal an. Also es ist gruselig, aber. Also, hier die Kamera. Guck mal. Die ist jetzt orange, Alter. Das ist wärmer. Guck mal. Okay, wir gehen weiter. Also dieser Jagdpächter hat mir auf jeden Fall gesagt, wir haben jetzt hier in der Umgebung sehr, sehr viele Wölfe. Er hat mir Fotos gezeigt auf seinem Handy tatsächlich, hat er mit der Wildkamera gemacht. Cool. Fand der prima, hat sich gleich angefreundet. Ich bin dann mit der Drohne geflogen, weißt du, und dann hat er gesagt, ja, alles so und so. Wir sind aber, ja, Viecher. Hat den Wölfen gut zugeredet. Da habe ich gesagt, wenn ich mal eine Kamera aufhängen will, ich habe ja auch bestimmt demnächst wieder Kameras zum Testen. Ich sage, wo muss ich denn die dann hinhängen? Sagt er, einfach an der Straße hängen, die rennen einfach, also hier in so einem, auf so einem Waldweg hier, ne? Hier wäre ganz prima. Da fühlen die sich am wohlsten und da kann man die schönsten Fotos machen. Also, Tipp direkt vom Jagdpächter. Wie weit ist es noch? 30 Meter, sagt er. Aber der piept jetzt gar nicht mehr. Der hat doch vorhin gepiept. Das liegt vielleicht daran, weil ich jetzt nur mehr. 30 Meter ist ja hier, wa? Geh du mal hin, was ist denn das da vorne? Das da? Was ist denn das? Da ist was, ne? Ziel erreicht. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ziel ist okay. Erreicht, Leute. Jetzt müssen wir gucken, was hier. Aha, jetzt.
Hier ist ein Ast abgebrochen, okay. Das kann es nicht sein. Ach, und jetzt kann man noch dieses... Genau, das piept jetzt so. In der App haben die das jetzt irgendwie abgeändert. Das ist schon... Die sagt jetzt noch 18 Meter. Okay, dann gehen wir. Ja. Geh doch mal. Warum rumpelst du mich denn eigentlich die ganze Zeit? Ja, weil ich jetzt gleichzeitig aufs Handy geguckt habe und gegangen bin. Was ist ein... Ach, das ist nur ein Ast. Efeu. Leute, macht das nicht nach. Ey. Ich kann das echt nicht empfehlen. Wir waren ja auch schon in vielen Lost Places und sowas. Der geht hier durchs Dunkel, hat gar keine Lampe. Was ist denn, wenn die Lampe ausfällt? Ich hab doch Wärmebildkamera, ich kann's ja sehen. Okay. Hier ist ein kleiner Trampelpfad. Leute, ich... Ah, lass den doch... Hinter uns ist auch... Ey, es ist... Guck mal, ich drehe mich um. Hier ist stockenduster. Vielleicht gehst du falsch. Also... 10 Meter, 16 Meter. Dann gehen wir falsch. Dann müssen wir irgendwie abbiegen. Oder abbiegen. 19 Meter, 20 Meter. Aber stimmt doch hier nicht. Oh, jetzt... Oh. Ja, die Kamera, das Ding hat einfach rot geschaltet. Ich hab nichts gemacht. Ne, ehrlich. Jetzt ganz aus. Jetzt an. Ach, hier ist ein riesiger Platz. Guck mal. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte um die Uhrzeit eigentlich. Ja, es ist. Nicht in den Wald hinein. Es ist 11 Uhr und wir sind hier mitten im Höllenschlund. Hier, da vorne. Vorne hat sich was bewegt. Wenn ich jetzt wüsste, wonach wir suchen. Nach einem Void. Wir haben Void eingegeben. Aber wo ist denn hier? Wo soll denn hier die Leere sein? Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich mache das EMF an. Das ist eine gute Idee, oder? Warte mal, ich muss das mal hier. Warte mal, ich mache euch mal hier. Dann kann ich euch quasi. Wir sind wieder zurück, also wir sind hier viel zu weit, 24 Meter. Dann kann ich euch mit der Lampe halten und gleichzeitig filmen. Das ist doch gut. Guck mal, hier kann ich direkt anders. Ah, ist eine Mücke. Es ist auch heute so nasskalt. Oh, nasskalt warm. Ja, ja. Es kommen so kalte Schauer. Wir sind gar nicht so weit vom Haus. Hier ist auf jeden Fall. War hier gerade ein Hügel. So, pass auf, ich mache jetzt hier das EMF an. Das kennt ihr schon, ne? Da kann man auch nichts beeinflussen oder so. Ich mache das einfach mal an. Und dann werden wir sehen, dass es voll ausschlägt. Guck mal, ich halte das hier nur. Und ich habe das ja schon öfter mal erklärt hier. Das ist nicht. Dass es dafür wirkt. Guck mal, Alter! Also mehr geht nicht. Es verschlägt sich fast. Mehr geht nicht. Huch, jetzt ist hier links rausgegangen. Die Wärmebildkamera hat sich ausgeschaltet. Warte mal, leuchte mal bitte rauf. Ich muss. Hier schalte ich nicht an. Oben links. Es ist so, dass diese EMF-Sachen, die brauchen tatsächlich richtige Feldstärke. Und unsere Ausrüstung ist es nicht. Guck mal, jetzt ist. Hier ist aber jetzt... 5 Meter. Das ist volle. Jetzt ist nichts mehr. Guck mal. Es ist nichts mehr. Jetzt kommt er wieder. Und wir haben nichts gemacht. Oh, mir sticht hier gerade eine Mücke. Hier ist doch dieser Pfad. Hier ist der Pfad, wo wir vorher, wo ich dran vorbeigegangen bin. Guck mal hin. Warte mal, ja, wir nähern uns. 4 Meter. Oh, nee. Hier sind Fußspuren. Hier sind Fußspuren. Von Stollenschuhen. Und was ist das? Da ist ein Fußballer vorbeigegangen. Ein Knochen. Hier liegt ein Knochen. Das ist ein Knochen. Sieht man das? Da liegt ein Knochen. Was wurde gemacht? Da liegt ein Knochen. Oh, tatsächlich. Wie so ein kleiner Fuß. Das Ding piept, ey. Das geht mir ja schon auf den Zeiger. Hier, und EMF ist 0. Guck mal, jetzt ist 0. Wie ich sage, unsere Ausrüstung ist das nicht. Habe ich halt das Öfteren jetzt schon mal gezeigt. Meter, das muss jetzt ja quasi hier sein. Vorhin EMF liegt. Guck mal, mehr geht nicht. Wie viel noch? 4 Meter. 3 Meter. Was ist das? Die Kirchenglocke schlägt, ey. Hier, EMF ist tot. Vermutlich müssen wir jetzt auch hier lang. Guck mal, EMF sagt nichts. Jetzt wieder? Sieht aus wie ein Moor hier. Ähnlich, dass das hier. Guck mal. Hier lang? Ich schätze mal schon. Ich glaube, da kommt einer. Ja, da kommt einer. Da war ein Licht. Habt ihr das gesehen? Hast du das gesehen?
Ja oder nein? Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Habt ihr das auch gesehen? Hier leuchtet das Licht mal hin. Hier reflektiert irgendwas. Das ist hier nass. Achso, das ist nass. Wie so ein Schleim. Ich hab Mücken aufgeschmissen. Hier auch. Hier, ganz viele Mücken. Hier, wir müssen weg. Nee, wir müssen weg. Und? Oh. Ich mach mal EMF aus hier. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war da jemand. Aber ganz leise, ne? Was ist das da? Eine Bude oder was? Guck mal, was ist das denn? Das ist ein Verschlag. Guck mal, da hat einer ein Haus gebaut. Hier, das ist es. Ich hab irgendwas verloren. Da hat doch was geknallt eben. Hier, guck mal, das ist es. Das ist es. Wie so ein Grab. Guck mal. Guck mal hin, was ist das denn? Jetzt hat es aufgehört zu piepen. Jetzt sind wir da. Es hat aufgehört zu piepen, wir sind da. Was ist denn das? Guck dir das an. Ey, das gibt es doch nicht, diese App, das ist doch der Wahnsinn. Was ist denn das? Und da hinten war einer, ne? Ey, das ist hier so ein... Da steht ein Stuhl. Da steht ein Stuhl. Eine Tüte. Ein Kochtopf steht da unten. Sieht man den? Da unten steht ein Kochtopf. Alter, was ist denn das? Mitten im Wald, ey. Hinten ist einer rumgelaufen. Und hier ist ein alter Verschlag. Hier war aber schon lange keiner mehr, guck mal. Der Stuhl hier ist total vermodert. Das ist das, was die App hier angezeigt hat. Das ist das. Hier sind so alte Möbel. Da kommt auch wieder jemand. Da knallt es überall. Lass mal abhauen hier. Diese App macht mich fertig. Also hier ist das so gruselig, Alter. Das geht so nicht. Wir gehen wieder zum Auto. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet hier. Hat einer auch eine Plane drüber gemacht gehabt? Und da steht einfach da so ein Stuhl. Eigentlich gar nicht genug Platz, um sich hier hinzulegen oder was? Oder zu nächtigen einfach tatsächlich? Einfach zum... Ein totaler Verschlag. Es ist doch der Wahnsinn, oder? Das gibt es doch nicht. Wir gehen zum Auto, ich melde mich dann. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change.